Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade 2 Bannerlord. Wir sind immer noch in Lageta und wir wollen ein bisschen unser Renown erhöhen. Wo steht's denn drin? Clan. Hier steht das alles drin, glaube ich. Tägliche Änderung minus 28. Ja, wir müssen ein bisschen schauen. Gruppe ist voll. Können wir jemanden eigentlich aufstufen? Nein. Wir brauchen für ihn hier auch noch ein bisschen Ausrüstung. Ich würde sagen, wir haben momentan ja keine Aufgabe. Ja, also momentan gibt es für uns nichts zu tun. Kämpfen mit dem Pferd und so. Die Fokuspunkte, da warten wir noch ab. Okay. Aber wir werden hier mal hochreiten. Hier in die Richtung von Marunav. Und auf dem Weg mal schauen, ob wir noch ein paar Plünderer und sowas bekommen. Denn da oben könnte schon wieder ein nächstes Turnier auf uns warten. Ah, jetzt ist die Quest fehlgeschlagen, leider. Was hat er denn hier? Familienstreit. Dafür habe ich leider keine Zeit. Lass uns mal da hochreiten. Recht wenig Plünderer hier in dem Durchlauf. Ah, halalala. Schnappen wir uns die 21 Stück. Das könnte zwar heftig werden. Oh, jetzt sind es aber mehr als ich... Oh, oh. Ja, jetzt sind es 30. Aber wir werden kämpfen. Wir werden kämpfen. Kapitulieren ist nicht. Ja, wie bei Warhammer. Die Ladezeiten immer mal kurz... eine kleine Pause. Nee, das wollte ich nicht. Genau, das wollte ich. Erst wenn die auf der Höhe sind, dass die Pfeile fliegen. Jetzt müssen nicht die ersten Pfeile fliegen. Jo. Hier ein bisschen unseren Mannen unterstützen. Ich treffe halt gar nichts, ne? Sie fliehen. Das ist manchmal so seltsam, ich bin da so schlecht drin, Leute. Ist ja mal kurz nackig, okay. War's das schon? Oder fliehen da noch? Oder fliehen noch welche, oder? Nee, wir freuen uns schon. Ja, den Kampf haben wir gewonnen. Angreifer von uns ist leider einer gestorben. Wer denn? Ein kaiserlicher Rekrut, damit kann ich leben. Achso, Timer hätte ich vielleicht noch stellen sollen. Oh, Plünderer nehmen wir mit, die können wir verkaufen. Und jetzt schauen wir mal. Oh, oh, das ist
Das möchte ich gerne haben. Den Rest würde ich einfach so, die Armbinden lege ich mir an. Und jetzt schauen wir mal kurz, was man ihm hier noch Gutes tun kann. Müssen wir auf jeden Fall was auf den Kopf bekommst. Das passt sogar farblich. Super. Ja, was anderes kann ich ihm jetzt leider nichts Gutes tun. So gutes Zeug war da nicht bei. Kein Problem. So, da hauen noch ein paar ab. Und ich stelle mal eben kurz den Timer, weil ihr kennt mich, ich habe wieder alles vergessen. Ja. Ja, wir gehen gleich nochmal auf die da los. Ich brauche dringend mehr Pferde. Ah ja. Und los. Bowman! Forward! Footman! Get moving! Warriors! Make a shield wall! Lassen wir unsere Bogenschützen mal ein bisschen arbeiten. Wirft er nicht mit Steinen? Genau in die Rübe. Ich sagen aufgeräumt. Und haben Kollegen in den Arm geschossen. Passt. Ja. Die nehmen wir auch mit. Die verkaufen wir gleich in der nächsten Stadt. Oh, was heißt hier hübsches? Nur neue Schuhe. Wunderbar. Und fertig. Oh, hier ist Krieg gegen das Kaiserreich. Was hat er hier? Das schauen wir uns später an. Jetzt mal gucken. Okay, wir haben da einen Wettkampf. Das heißt, wir handeln jetzt aber erstmal noch eine Runde. Man kann sich den Scheiße eigentlich auch markieren und dann das hier einfach so rüber tun. Ich bin gerade echt am Überlegen. Ja. Dann sind wir nämlich ein bisschen schneller. Dann warten wir hier mal ein bisschen, um unser Leben aufzubessern. Und dann gehen wir wieder in die Arena und versuchen da unser Glück. Einmal hat es ja geklappt, beim zweiten Mal hat es nicht so geklappt. So, ist es denn noch? Was ist noch? Man wartet man tatsächlich bis 100%, wenn wir Pech haben, ist das Turnier dann schon nicht mehr. Bis helllichter Tag, dann haben wir auch schön 100%. Jawohl. Und ich kann dem Wettkampf noch beitreten. Wunderbar. Da wollen wir mal gucken hier. Preis des Turniers. Das ist eine Waffe, die kann ich zum Beispiel nicht wirklich gebrauchen. Aber unser Schmied macht mit. Ja? Ja, komm, wir schauen unserem Schmied doch zu. Alles klar. Der Schmied dreht durch. Schauen wir uns den nächsten gleich auch noch an.
Okay, mal schauen, ob die alle so schnell gehen. Also wenn ich mir damit eine fange, dann war's das wohl. Zwei Runden noch, dann sind wir dran. Sind immer alles Zweihandwaffen, ne? Ob Schwerter oder Äxte ist in dem Fall ja egal. Oh, das ist, glaube ich, eine Begleiterin, die man anheuern kann. Die Bana, die Schwarze. Okay. Wir wetten natürlich wieder. Wir wetten natürlich wieder auf uns. Oh, die Reichweite ist so unmenschlich. Ah, verdammt nochmal. Ja, wir können das alles überspringen. Haben wieder Geld für nichts gesetzt. Macht aber auch nichts. So, jetzt reden wir mal mit ihm. Was er zu bieten hat. Na. Und mal ein Schlückchen Kaffee, ja, das muss schon sein. Wo haben wir's? Ja, sieht so aus. Komm, mach ihn jetzt. Mein Name ist Redan. Ich bin Fakrit. Ich bin arbeitender Handwerker. Wie viele der anderen ehrlichen Männer hier in Sionon. Diejenigen, die mit ihren Händen arbeiten möchten, dass ich für sie spreche. Okay. Ich habe gehört, du brauchst Hilfe. Man könnte sagen, ich von morgens bis spät in die Nacht arbeite. Aber trotzdem kann ich kaum was zu essen auf den Tisch bringen. Wieso, fragst du dich? Weil ich meine Produkte nicht zu einem fairen Preis verkaufen kann. Das Gesetz besagt, dass ich nur an örtliche Händler verkaufen darf. Und das auch nur zu einem festen Preis. Aber ich muss Rohstoffe kaufen, daher mache ich oft Verlust. Wie kann ich helfen? Wenn du 6 Einheiten von Iron Ore, also Eisenerz, an meinen Kontakt Musa der Rat in Pencalog liefern können, das würde mir helfen, für eine Weile zu überleben. Die Händler der Stadt könnten wütend werden und natürlich Beschwerde einreichen, aber hoffentlich kommt es nicht dazu. Wenn sie nicht den richtigen Weg handeln können, können sie vielleicht eine, ich mache das selber. Ausgezeichnet, lasse die Ware sofort liefern. Die Quest bekommen, das in eine andere Stadt zu liefern. Ob das den Händlern passt oder nicht, das ist mir eigentlich egal, weil er muss ja auch irgendwas essen. Einer der Händler der Stadt kommt zu einem Gespräch, während sie auf die Abreise vorbereiten. Ich habe das Gerücht gehört, dass sie Waren von Verkret, der Küfer, gekauft haben. Nun, unser Gesetz verlangt, dass nur in der Stadt anlässliche Händler Waren direkt von den Handwerkern kaufen können. Ich bin mir sicher, was sie getan haben, war ein ehrlicher Fehler. Aber es gibt Gesetze. Übergeben Sie mir die Schmuggelware und das ist die Sache erledigt. Ganz sicher nicht. Bei allem Respekt, Sie machen einen großen Fehler und ich glaube, Sie werden das bereuen. Na, die ganzen Händler sind jetzt da natürlich nicht so begeistert. So, wir schauen erstmal die Quest. In 15 Tagen muss ich da sein. Das können wir markieren lassen. Genau, dann schauen wir gleich mal, wo die Stadt ist. Wir verlassen erstmal, dass ich mich hier auf der Karte bewegen kann. Wo ist die Stadt? Da ist sie. Oh, sehr schön. Wir machen uns... Wie kann ich denn? Einen solchen und mal zwei Bogenschützen. Den Plünderer. Den würde ich in den Trupp sogar mit aufnehmen. Ja. Ist auch nicht so schlecht. So. Wir gehen erstmal zur Taverne. Und verkaufen die. Ja, du hast im Turnier mitgekämpft. Ich habe ich gesehen.
Gut. Wir haben 15 Tage Zeit, da hinzukommen. Das heißt, wir können hier auch noch ein bisschen Action machen. Wir sind jetzt, ihr seht, eine ganze Ecke schneller unterwegs durch die Pferde. Sterbi, Gesetzlosi. Manchmal hat es schon ein heftiges Standbild, gell? Okay, also. Die Bogenschützen können da stehen bleiben, die dürfen auch gleich mal schießen. Wie kannst du es wagen? Ja, die werden eh abgeschlachtet. Ohne Probleme. Yay! Den Plünderer lasse ich hier. Ah. Dann schauen wir mal kurz. Der Hut hier ist besser für dich, gell? Kriegst du nämlich den. Und so, oh, Eisenerz. Ach so, ja, das muss ich ja dahin bringen. Und dann machen wir uns nämlich hier einfach mal auf den Weg. Und auf dem Weg nehme ich alles mit. Da nehme ich alles mit, was so geht. Oh, wie konnte ich da verfehlen? Hier hätte einfach gnadenlos weggehackt. Passt. Ist in Ordnung. Und die Moral, das ist gar nicht mehr so viel, was wir kriegen. Den lasse ich auch. Obwohl, nee, ich habe Platz für 20 gefangen. Den nehme ich mit, so. Den nehme ich auch alles mit. Na, die Plünderer, die. Da hat das Spiel so geruckelt. Halt. Ein 10er-Stack. Den Stack ist okay. Footman! Footman! Move! Footman, hear me! Raise your shields! So, und in dem Fall wollen wir doch jetzt mal das Pfeilchen ausprobieren, oder? Ihr müsst es gleich schießen können. Ein Schaden, das war mein Pferd. Oh, mir geht's gar nicht mehr gut. Ja, da bin ich schon vom Pferd gefallen. Ich hab's gerade gesehen, da hat mich der Stein vom Pferd geholt, aber meine Jungs, die machen das. Die is all! Die is all!
Zwei Verwundete. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da dazu zähle. Kaiserlicher Rekrut ist verwundet. Ja, und ich. Nehmen wir auch mit. Oh, ihr könnt aufgestuft werden. Wie viele denn? 7 Stück. 1, 2, 3. Tada. Nochmal ein Falchion. Was auch ein bisschen gut Geld wert. Der robuste Gamson, der könnte natürlich für ihn hier was sein. Körperrüstung. Er hat da noch ein bisschen Beinrüstung, aber hier hat halt mehr Körperrüstung, deswegen legen wir ihm die mal an. Jupp, passt. Wunderbar. Gut. Wo waren wir denn? Ah ja, so. Jetzt bringt meinen geschundenen Körper da in die Stadt. Ich bin fix und fertig. Oh, 13 Plünderer, das wäre natürlich jetzt auch noch ein Traum gewesen. Jetzt muss ich kurz mal die Quest lesen. Seine Waren zu Moinsa das Rad. Mit dem muss ich wohl sprechen. Für die Quest. Ich würde auch gerne in einem der Nordkönigreiche als Söldner anheuern. Natürlich erst, wenn man uns besser kennt. Ich bin hier der. Nachgeschickt, wir erwarten es Iron Ore, der hatte. Ja, ich habe die Ware hier. Ich habe 6 Einheiten. Und 650 dafür bekommen. Ja, die anderen Händler finden das halt nicht so geil. Ah, wunderbar. Stadt sind. Ah, das wieder kurz abgebrochen. Da wir jetzt eh schon in der Stadt sind, ist gerade kein Turnier. Aber wir warten ein bisschen, um unsere Wunden zu heilen. Ah, und ich wollte natürlich gerne noch leveln und handeln. Ja. Sehr gut. Genauigkeit mit Bögen erhöht. Reiten fehlt noch ein bisschen was. Charisma auch noch. Medizin kriegen wir. Hilfe für die Heilung verwundeter Soldaten. Ja, das ist, das machen wir gerade. Ein bisschen Athletik. Ich mache das jetzt doch mal, weil das kostet mich nichts. Ja? Und wenn wir Banditenverstecke und so ausheben, sind wir meist zu Fuß unterwegs. Deswegen gehen die Fokuspunkte jetzt auch alle hier rein. Wunderbar, dann sind wir hier fertig. Den Clan wieder aufbauen. Aber noch warten wir. Ah, Moment. Bevor wir hören, mal kurz auf zu warten. Denn wir müssen handeln. Wir müssen handeln. Wir brauchen... Also erstmal wird das hier markiert. Alles, was ich noch brauche, wird markiert. Das ist markiert. Das ist markiert. Wunderbar. Einen Langbogen kann man zu Pferde nicht benutzen. Das ist immer schlecht. Noch 3 Einheiten Fleisch, bitte. Ein klein bisschen Fisch. Und noch einmal Käse, dass es auf 10 hochgeht. Wunderbar. Was haben wir denn hier für Aufgaben? Was hat er für ein Problem? Gebirgsbanditen, das hört sich gut an. Mitarbeiter auf Kopfgeldjäger gefangen genommen. Bandenchef braucht Waffen. Ich würde mich erstmal mit ihm hier auseinandersetzen wegen den Gebirgsbanditen. Die Gebirgsbanditen sind... besser
als normale Looter, also die normalen Plünderer. Die haben also besseres Equipment und geben natürlich mehr Erfahrung und mehr Renown. Ja, mein Name ist Redan, was kann ich für euch tun? Ja, viele von mir, von hier wenden sich in diesen unruhigen Zeiten der Räuberei zu. Sie verseuchen die Hügel außerhalb der Stadt. Jetzt ist die Landschaft für die Dorfbewohner und Händler nicht mehr sicher. Kann man das irgendwie verhindern? Wenn jemand ein paar, sagen wir, zwei Gruppen von Gebirgsbanditen erledigt? Gruppe von... ich wette, sogar eine Gruppe von 8 richtig ausgebildeten Männern in Begleitung ihres Leutnants kann es leicht mit ihnen aufnehmen. Ja, ich mache das und dafür möchte ich ein bisschen Geld sehen. Also ich meine, 550, da möchte ich mich nicht beschweren, weil die lassen natürlich auch noch Zeug fallen. Hier sind Gebirgsbanditen, seht ihr ja gerade. Wie lange habe ich denn Zeit, die Quest abzuschließen? Die sind ja immer zeitlich begrenzt. 20 Tage, easy. Heißt, wir warten hier noch ein bisschen. Um zu gesunden. Weil somit... und ihr seht schon, da pimmeln die draußen vor der Stadt rum. Aber meine Gang, die müsste das gut hinkriegen. Ja, dem geht es auch schon wieder ein bisschen besser. Die Plünderer, die kann ich gleich noch verkaufen. Wenn wir so 70% oder sowas haben, dann gehen wir mal in die Arbeit. Ist auch keiner mehr verwundet in der Truppe, das ist gut. So, wir gehen mal kurz zur Taverne. Home. Child Wanderer. Okay, ich bräuchte halt noch eine Ärztin. Oder einen Arzt, das wäre halt richtig gut. Ich habe jetzt Ärztin gesagt, weil die Beste ist, glaube ich, im Einser eine Frau. Nee, hier ist die Beste, glaube ich, eine Frau. Na, Indianer. Das sind Fernkämpfer. Ja, also die Gebirgsbanditen benutzen gerne Bögen. Oder waren das Waldbanditen? Irgendjemand von diesen Banditentrupps benutzt gerne Bögen. Kommt ein bisschen zurück. Ihr bildet mir ein Schild, weil... Ja, der hat Pilas. Seht ihr, was die aushalten, ne? Genau, für 4 Leute rum und... Bergmensch? What? Ja, wir nehmen den Bergmensch mit. Das ist ja witzig. Ah, seht ihr, die haben natürlich jetzt schon viel, viel bessere Sackhose. Zuerst mal viel, viel mehr Geld wert. Und das ist sogar besser für ihn hier. Sieht zwar scheiße aus, aber ist in Ordnung. Ja, wie sieht es bei dem hier aus? So ein Vergleich. Kriegst du auch ein Pferdchen. Wunderbar. Ja, ich bin auch im Überlegen, hier haben wir noch 22 Plünderer. Die schnappen uns zuerst. Die schnappen uns zuerst, danach noch Gebirgsbanditen. Und vielleicht statt 2 Gruppen halt auch 3. Ja, je nachdem. Infantry! Get moving! Warriors! Wall, now! Bleiben Sie denn? Da vorne kommen Sie.
die Reichweite habe ich halt keinen Meter, dass ich da überhaupt hintreffe. Ne? Kein Schuss trifft. Die hauen schon ab. Das ist wirklich unglaublich, wie schwer die zu treffen sind hier vom Pferd aus. Lalala. Oh, da war ein Baum im Weg. Ich bin einfach der beste Feldherr, den es gibt. Das war's. Da kommen ja noch eine ganze Menge, aber ich kann mich so schnell nicht drehen. Aber das ist okay. Ja, Plünderer auch. Weg mit euch. Oh, die können aufsteigen. Das machen wir natürlich. Drei Stück. Ne, einer kann aufsteigen. Gibt noch einen von denen hier. Ganze Beute wird mitgenommen. Und dann geht's gegen die nächsten Gebirgsbanditen. Tja. Ihr seht ja, die werfen auch keine Steine mehr, die benutzen zum Pilas, also diese Wurfspeere und so, das ist schon eine Steigerung. Warriors! Forward! Footman! Form a wall! Ich habe einen erwischt. Und dann macht sie Platte. Oh, er hat einen kaiserlichen Rekruten erwischt. Ich habe ihn verletzt, nicht getötet. Doch, der ist tot. Der ist tot. Oh, das nehme ich. Und der Rest, wenn wir schon mal dabei sind, kann ich hier auch gleich noch, die Pferde sind markiert, die Trauben sind markiert, das Bier. Bier muss markiert werden. Bei der Rest, den kann ich verkaufen, beziehungsweise, hier fehlen noch Armstrücken, habe ich mitbekommen. Ja. Damit haben wir die Quest erfüllt. Sind hier nochmal Gebirgsbanditen irgendwo jetzt? Nein, wir haben das Geld auch schon gekriegt. Wir müssen die gar nicht mehr abgeben. Oh, nochmal in die Stadt. Da sind noch Gebirgsbanditen. Die sind nämlich für unseren Geldbeutel ziemlich gut. Wie geht's mir denn? 98%, alles klar. Da werde ich jetzt auch mal ein bisschen vorreiten. Arrows! Onwards! Footman, shields, forward! Ah!
Genau, seht ihr das? Dann können unsere Bogenschützen da reinhageln ohne Ende. Das ist die Taktik, die ich letztlich angesprochen habe. Das war's. Nochmal zwei Bergmenschen nehmen wir mit. Der kaiserliche Bogenschütze kann hoch zu kaiserlicher Ausgebildeter. Gewickelte Stiefel, die kann er, glaube ich, ganz gut gebrauchen, oder? Ja, genau denselben Rüstwert, nur wiegen sie weniger, dann nehmen wir die doch. So. Dann mal ab ins Städtchen. Ah, wir haben sogar noch ein Turnier. Ich glaube, das würde ich sogar noch machen in der Folge hier. So, Pferde sind markiert. Ich muss nur kontrollieren, ob all unser Essen und so markiert ist. Okay, zack. Ja, ihr seht, das bringt schon mal gut was. In dem Fall kaufen wir uns auch nochmal zwei Wüstenpferde. Dass wir noch ein bisschen schneller sind. Leben sieht super aus. Also, wir machen auf jeden Fall den Wettkampf noch und danach ist die Folge vorbei. Beitreten. Gibt es eine gescheite Rüstung eventuell als Gewinn? Das wäre schön. Da würde ich mich freuen. Es gibt ein Breitschwert. Das ist auch vollkommen okay. Und wir schauen uns die Runde an. Oh, da Zweihandwaffen, ne? Und Bogen. Oh, Bogenschützen gegen Bogenschützen. Ja, ich sag Team Blau macht's allein wegen der Rüstung. Jo. Gut, ihr wisst Bescheid. Wir wetten wie immer. Mittlerweile können wir es uns leisten. Was habe ich? Ich habe einen Bogen. Nice. Ja, super. Was habe ich als Zweitwaffe? Ah. Das ist unser da, das ist der Schmied. Und der ist im Gegnerteam. Boah, den Gegner hat ganz schön reingehauen. Ne? Das ist so ein Witz. Alter, ich habe das Gefühl, sie... die sind halt doppelt und dreimal so lang. So, dann sind wir auf jeden Fall auf der Seite von unserem Schmied. Okay. Finale. Nein, ich möchte es schon anschauen. Okay, das war wohl nichts. Das ist einer der Adligen, mit denen ich reden muss, glaube ich. Ja. Und das wollen wir dann auch das nächste Mal machen. Gibt es noch was zu handeln? Nee, habe ich alles erledigt, ne? Aber eventuell noch was zu verlieren. Denn, ja, uns sind ein paar Mannflöten gegangen. Holen wir uns von dir und von dir. So, dann sind wir nämlich voll. Wunderbar, Leute. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir wie immer eure Liebe da. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Mount & Blade, Bannerlord, Steam-Gruppe, Discord und Twitch nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.